Einen wunderschönen Willkommen zu NHL 21 Saisonmodus Graz 99ers. Spiel Nummer 3 zu Hause gegen Bozen, gegen die Foxes. Spiel Nummer 3. Ja, ich wollte Alsing traden oder suchen, aber den kann man, leider kann man hier nur traden innerhalb der Liga, was ich etwas schwach finde. Warum man nicht auch außerhalb der Liga traden kann, aber es kann, man kann nur innerhalb der Liga, was ich schade finde. Müssen wir warten, bis die Free Agents sind. Rasmussen ist gar nicht im Spiel. Naja, los geht's. Spiel Nummer 3, 1 gewonnen, 1 verloren und jetzt Spiel gegen die Foxes. Oh, harter Hit. Forsberger. Oh, Schuss. Ja, gegen Bratislava, das war eine anstrengende Partie. Haben wir dann am Ende ganz knapp, leider mit 3:2 verloren. Oh, der Druck von den Foxes. Oh, Pass abgefangen. Oh, erster Schuss. Oh, harter Hit. Oh, hartes Checking. Und Bounce mit der Parade. Hält hier den Kasten sauber. Und Powerplay für die 99ers. Das war zu viel des Guten. Ja, da feinstellen, das darf er nicht machen. Erstes Powerplay. Oh, guter Schuss, so. Antefeyes, 2 Tore, 2 Assists, 4 Scorerpunkte. Wieder abgefangen. Schuss! Oh, abgewehrt. Oh, abgefangen der Pass. Ei, schlechtes Powerplay von den 99ers. Und wieder Schuss gehalten. Noch 21 Sekunden. Bulli verloren, ja, der Puck wieder weg.
So. Und, oh, Powerplay vorbei. Die Foxes sind wieder komplett. Ein Bounce. Schuss. Schöner Hit. Keiner da, keiner kommt mit. Ah, muss sie zurückgehen. Ah, Eising. Puh. Ja, Defensive der Foxes. Sehr, sehr gut. Wieder kein Bulli gewonnen. Und, nächste Chance. Großer Druck. Das ist sehr viel Druck. Schuss und, da steht Moderer. Aber macht ihn nicht. Jetzt da, komm. Ja, die Schüsse finden zwar den Weg aufs Tor, aber leider nicht ins Tor. Jetzt, an die Stange. Oder ganz knapp im Tor vorbei. Und da ist er, 1:0. Treffer, Moser Medley Graz 99ers gehen hier in Führung. Clemens Kreinz macht sein erstes Saisontor. Ein Abstaubertor. Die Führung im ersten Drittel, noch 7 Sekunden. Und das erste Drittel vorbei. Vor der Pause noch den Treffer gemacht. Treffer erzielt. 1:0, die Statistiken, ja, Powerplay, konnten wir leider nichts machen daraus. Jetzt haben die Foxes sehr, sehr gut verteidigt. So, Powerplay, Drittel Nummer 2. Bounce. Ah, Fehlpass. Ah, da stehen sie sich selber im Weg. Wird hier noch daran gehindert. Und, nächste Chance. 99ers werden aggressiver.
Und. Mit mehr Zug zum Tor jetzt. Da werden die Foxes gleich mal überrumpelt. Und diese Bullies können nicht gewonnen werden. Und wow, Parade von Bounce. Und na, dann lasst sich. Nächste Chance. Jetzt da die Foxes wieder aggressiv. Wieder mit ihrem Pressing. Ah, genau jetzt wurde gewechselt. Fehlpass. Abseits, da läuft er nach vorne. Du musst da zurück zur roten Linie. Diese Bullies gewinnen wir komischerweise. Oh, schöne Annahme. Und dann schnell der Puck wird abgenommen. Oh! Boah, Bam Bounce! Nächster Big Save. Jetzt, Chance! Auf das 2:0. Und beim Bounce sichert den Puck. Ja, wir konnten zu Beginn des Drittels nicht den Treffer machen und jetzt putzen wir da zurück. Und die Pässe werden immer wieder abgefangen. Nein. Wieder abseits. Und da ist der Ausgleich kurz vor Schluss des zweiten Drittels 1:1. Angelo Michelli macht den Treffer plötzlich. Da steht er frei. Ganz allein vom Tor. Keine Chance. War zu erwarten in diesem Drittel. So, jetzt da. Und das war's. Das zweite Drittel ist zu Ende. Bozen gleicht aus. 1:1. Eins zu eins im neuen Spielstand. Ja, Bozen deutlich mehr vom Spiel. 10 Sekunden länger am
Puck oder weniger am Puck. So, letztes und entscheidendes Drittel. Und Eising bringt dich schon mal gut an. Komm, oh, Powerplay 99ers. Das kommt wie gerufen. Einstellen. Ja, der ärgert sich. So, 2 Minuten Powerplay. Ja, und schnell weg mit dem Puck. Den Puck wieder verloren. Wieder halten hier die Foxes ordentlich dagegen. Oh. Oh, an die Stange oder Latte. Oh. 28 Sekunden. Wieder kein Glück. Und da ist das Powerplay schon wieder vorbei. Auch dieses Powerplay haben die Foxes. Gut verteidigt. Ah, am Tor vorbei. Boah, gefährlich. Ah, wo ist er? Ist kein Spieler. Nächster Schuss auf Tor. Und dieses Mal Strafe gegen die 99ers. Oh, 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 das könnte jetzt zum Fängnis werden. Ah, ja, den darf er so nicht nehmen. Bandencheck. Und Tor! In Unterzahl! Wow! 2-1 die Führung. Wie haben wir das gemacht? Fails! In Unterzahl! Schneller Konter, Pass und Fails netzt hier ein. 2-1 die Führung in Unterzahl, im Powerplay können wir nichts machen. Aber schnell und sauber gespielt hier.
2:1 die Führung. Noch sind wir in Unterzahl. Oh. Und wir sind wieder komplett, wie es aussieht. Gut den Ball abgelenkt. Gut abgefangen. Alles raus. Und gut pariert. Bam Bounce hält den Kasten hier. Und, nächste Chance, der 99ers. So, Moderer. Ganz knapp. So, die letzten Minuten hier. Pass wird abgefangen. Ja, sie kommen immer wieder gefährlich vor das Tor. Verteidigung etwas schlecht hier. Oh, come on, ey. So, Cameronesi. Last minute of play in the third period. Okay, Torhüter vom Eis, 6 gegen 5. Die gehen aufs Ganze. Und das jetzt. Und da ist er, 3:1. Das leere Tor. Schöner Pass. Und da ist das leere Tor. 3:1. Führung ausgebaut und dann wohl auch der Sieg. Sekunden auf der Uhr. Oh.
das war's. Wir gewinnen auch das zweite Heimspiel. 3:1. Weitere 3 Punkte. Kein einfaches Spiel, aber am Ende dann. Wer hätte es gedacht? Im Powerplay treffen wir nichts, aber in Unterzahl plötzlich machen wir die Führung. Das hat die Foxes dann wohl genommen. Da hat der Ausgleich der Foxes. Und das Tor in Unterzahl zur Führung und dann ein Treffer noch aufs leere Tor. Bounce, 25 Paraden, Fayez, Forsberger hat auch ein Tor. Forsberger war es zum Schluss. Alles klar. Abschließen, ja. Weitere 3 Punkte, wichtige 3 Punkte. Wir sind zwar noch früh in der Saison, aber wir stehen jetzt 2:1 an Siegen. So soll es sein. Lasst einen Daumen, der nächste Gegner dann Red Bull Salzburg. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Grüß euch, Sparky. Euer Lizinator.